Also zunächst kann man sagen, dass das Jurastudium allgemein, also unabhängig davon, wo man studiert, ein durchaus intensives Studium ist. Vergleicht man dann auch das durchschnittliche Arbeitspensum an einer staatlichen Fakultät mit dem an der Bucerius Law School, ist es, würde ich sagen, hier nochmal etwas höher. Das liegt zum einen an der Trimesterstruktur, die wir hier haben, sprich drei Klausurenphasen im Jahr, aber auch an den vielen zusätzlichen Kursen, die man hier wählen kann und teilweise auch muss, die nichts oder nur indirekt mit Jura zu tun haben, wie zum Beispiel Englisch- oder Wirtschaftskurse. Damit ihr euch aber besser was darunter vorstellen könnt, beschreibe ich mal einen typischen Wochenstundenplan im zweiten Trimester. Vorneweg ist, denke ich, interessant, was für Veranstaltungen es eigentlich gibt. Zum ganz überwiegenden Teil sind das Vorlesungen und Kleingruppen. In den Vorlesungen bekommt man von einem Professor oder einer Professorin den theoretischen Stoff vermittelt. Da hört man zwar die meiste Zeit nur zu, aber auch hier versuchen die meisten Profs schon die Studierenden aktiv mit einzubeziehen und stellen Fragen und diskutieren auch regelmäßig juristische Probleme mit uns aus. Wie man den theoretischen Stoff dann aber auf einen konkreten Fall anwendet und wie man einen Fall überhaupt löst, lernt man erst in den Kleingruppen. Das ist besonders wichtig für Jurastudierende, da man in einer juristischen Klausur ebenfalls einen Sachverhalt bekommt, den man dann in einem sogenannten Gutachten lösen muss. Man lernt also in den Kleingruppen, wie man Klausuren schreibt. Hier ist es dann eher so wie in der Schule, dass alles sehr interaktiv ist und eine Kleingruppe eine Teilnehmerzahl von plus minus 15 hat. Jetzt aber zurück zum Stundenplan. Im Grundstudium hat man von Montag bis Donnerstag circa von 9 bis 16 Uhr Veranstaltungen. Das ist natürlich nicht immer genau so. Es kann zum Beispiel auch mal schon um 14 Uhr Schluss sein oder erst um 10 Uhr losgehen, aber grundsätzlich passt das in etwa. Den Freitag hat man dann tatsächlich oftmals frei oder maximal eine 2,5-stündige Kleingruppe. Wenn man das so hört, fragt man sich natürlich, wieso das Jurastudium jetzt so intensiv sei, denn sind wir mal ehrlich, vermutlich sind die meisten Schulstundenpläne voller. Der große Unterschied zur Schule ist, dass nach den Veranstaltungen hier eben nicht Schluss ist. Klar hat man nach der Schule auch meistens Hausaufgaben auf, aber die Bearbeitung dauert doch meist maximal so etwa eine Stunde. Das ist hier etwas anders. Man bekommt sowohl nach den Vorlesungen ein ausgedrucktes Skript zum Mitnehmen, das zwischen 10 und 30 Seiten lang sein kann, als auch nach den Kleingruppen einen ausgedruckten, ausformulierten Lösungsvorschlag, der meist so zwischen 5 und 15 Seiten lang ist. Das muss man nach den Veranstaltungen, oder sollte es zumindest, dann im sogenannten Selbststudium nacharbeiten. Das dauert dann schon regelmäßig bis 18 Uhr, beziehungsweise kann dafür oft auch der sonst freie Freitag bei draufgehen. Ich wurde, nachdem ich das erzählt habe, oft gefragt, wie es so mit Freizeit während des Studiums aussieht. Hat man überhaupt noch welche? Kann man am Wochenende überhaupt feiern gehen oder seinen Hobbys nachgehen? Da kann ich euch direkt beruhigen. Ja, das kann man auf jeden Fall. Man hat zwar nicht das typische Studentenleben hier, da es dafür doch gerade innerhalb der Woche zu viel zu tun gibt, aber ich habe selbst vorher Fußball gespielt und konnte das auch parallel zum Studium ohne Probleme weiter verfolgen und auch am Wochenende Party machen ist definitiv regelmäßig drin. Insgesamt kann man also sagen, dass das Jurastudium an der Bucerius Law School schon viel von einem abverlangt, aber man nicht Angst davor haben muss, hier keine Freizeit mehr zu haben. Das bekommt man alles ganz gut unter einen Hut.